Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute mal was ganz Besonderes, nämlich befinde ich mich gerade auf dem GOMHD.net Netzwerk und ich werde euch heute was ganz Besonderes zeigen, nämlich ein Glitch oder Bug oder jedenfalls uns auf der Map und oh. Um jetzt quasi out of the map zu kommen, müsst ihr einmal euch zu Bed Wars teleportieren. Das ist quasi der erste Stopp. Hier seid ihr dann. Geht hier so raus. Geht dann hierher. Und geht mit dem Doppelsprung, als Doppel-Leertaste hier auf dem Dach. Und da hierher. So, dann geht ihr also weiter hier hoch. Schön hier. Könnt ihr auch ruhig mit Doppel-Leertaste mit dem Doppelsprung machen. Geht hier als weiter. Und sonst ist ja alles so eingerahmt. Hier kommt man aber raus und denkt sich jetzt, hä, was ist daran schon besonders? Denn ich meine, ja, ist eine schöne Map einfach, ne? Und, naja, da fällt man runter und spawnt neu. Und man fällt so und auf einmal ist mir auf einer Plattform. Wie man das hier sehen kann, sieht man hier einfach, wie die Map gebaut ist. Eigentlich richtig billig, eigentlich mit hier. Also jetzt kein Vorwurf an die Bauteam, das war schon gut, aber man sieht, wie es hier gemacht ist. Man sieht hier diese lange Wurst, hier, die hier senkt. Einfach hier mit World Edit / BR Square einfach eine Sphäre gemacht. Eine relativ große sogar. Und hier so ein Kreis anscheinend für die Mitte. Und dann Landschaft ein bisschen außenrum. Aber das fand ich war jetzt noch nicht das Krasseste. Man sieht natürlich hier schön die Map von unten und so. Aber jetzt geht's zu einem weiteren, noch krasseren Punkt. Und das finde ich, da muss man ist echt krass. Und dann geht's zu Gun Game. Dann geht mir hier auch Entschuldigung, andere Richtung raus. Hier in die andere Richtung raus. Ups. Dann geht mir hier hinter, also von da hier so, ne, entlang. So, dann hier hinter auf dem Doppel-Jump. Geht mir hier alles weiter. So, hier immer weiter. Und irgendwann hier fällt das schon seltsam an. Hier fangen einfach Diamantblöcke an, die so abgeglättet wurden. Hier ist irgendein anderes Konstrukt, anscheinend von einer anderen Lobby. Hier hinten so ein Kasten. Hier sieht man sogar Barriers. Und hier kann man einfach auf eine ganz normale Plattform runterfallen. Man sieht hier schön alles hier ausgegleitet mit Diamantblöcken. Hier ist sogar ein Loch. Hier ist sogar ein Loch in den ganzen Lobby, wo man schon früher runterfallen kann. Hier sieht man das Ganze auch nochmal. Also mit Diamantblöcken hier irgendwas eingerahmt, keine Ahnung. Und hier kann man auch nochmal weiter runterfallen. Sieht das so aus. Da wird man auch von so einer Plattform aufgehalten. Oder ist mir halt auch auf der Plattform, wo quasi so ein Loch drin ist. Und darüber die Lobby mit Diamantblöcken. Also ist echt schon krass, was die da quasi gemacht haben, ey. Wow, 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 also liebes GOMHD.net-Team ist auch, glaube ich, immer noch. Wenn ihr es fixen wollt, also ihr seht es ja wahrscheinlich eh nicht, aber hier ist der Hinweis darauf. Hier sieht man, wie die Lobby gebaut ist. Ist schon krass hier. Aber man erkennt schon ganz eindeutig, dass hier mit World Edit gebaut wurde. Hier ist auch noch ein Loch, ja. Hier ist ein Loch. Da hinten noch irgendwo. Hier haben sie einen schönen Kreis gemacht mit World Edit. Ein Circuit Cycle heißt es, glaube ich. Schottbegriff. Mal sehen, kann man hier noch weiter rauslaufen? Ich bin gar nicht mehr so sicher. Ich glaube, da kommt eine Border. Ja, hier kommt. Haben sie quasi so einen Kasten gebaut. Aber ich würde sagen, das war es jetzt schon wieder von diesem kleinen Bug-Video. War ich jetzt so ein Mini-Video. Aber es war echt erstaunlich, wie wo man dann so sehen konnte, wie die Map gebaut ist. Und was doch mal auf manchen echt riesigen Servern hier noch für Bugs gibt. Also. Das ist schon heftig. Heftige Einblicke hinter die Kulisse. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Schaut doch auf die anderen Videos rein. Gerade läuft ja ein bisschen Robocraft, Rocket League. Also schaut auf jeden Fall auch mal rein. Und ich würde sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal und ciao.